Hallo zu meinem heutigen Video. Heute mal wieder aus meinem Zimmer hier raus und nicht draußen in der Natur, weil wir haben wieder Regenwetter hier im Schwarzwald. Und da habe ich mir kurzerhand gedacht, mache ich mal hier nach 6 Monaten auch mal meinen Erfahrungsbericht zu meinem DJI Osmo Action 4. Und ungefähr vor 6 Monaten habe ich diese Kamera mir geleistet. Und warum ich von dieser Kamera immer noch begeistert bin und sozusagen meine beste Action-Kamera ist, die ich je gekauft habe, das erkläre ich euch in diesem Video. Ja, die Osmo Action 4. Ich will erstmal kurz erzählen, dass ich selber schon sehr, sehr lange Action-Kameras einsetze, zum größten Teil tatsächlich zum Vloggen, aber auch beim Fahrradfahren oder auch Mammut- oder Megamärsche habe ich immer eine Action-Kamera genutzt. Selbst bei meinen Wanderungen in Schweden und Norwegen, da war teilweise die Osmo Action damals in Einsatz und ich finde die Ergebnisse bis heute sehr, sehr gelungen. Besonders bei Tageslicht machen diese Kameras wirklich einen tollen, tollen Job. Und hier haben wir auch einen größeren Sensor verbaut. Da ist ein Drittel-Sensor mit drin. Ich habe da auch mein letztes Video, was ihr gesehen habt, mit den Langzeitbelichtungen, ist komplett mit der Osmo Action 4 aufgenommen. Und ich finde tatsächlich die Aufnahmen mega. Die Qualität ist wirklich sehr, sehr gut. Und ich war selber begeistert, wie gut diese Kamera ohne ISO-Rauschen abends in der Innenstadt performt hat. Ich muss aber auch zugeben, dass dann irgendwann mal ich auch, obwohl es dann dunkler geworden ist, habe ich eine externe Lichtquelle genommen, um mich besser eben mit der Kamera einzufangen. Also praktisch hier eine externe Lichtquelle, externe LED-Leuchte. Die ist super, die ist schön klein, da ist ein integrierter Akku mit drin. Ich kann auch die Lichtwärme einstellen von kalt bis warm und auch die Lichtstärke. Ja, also die Wärme und die Stärke kann man hier einstellen. Integrierter Akku, Kostenpunkt ist auch nicht so teuer, glaube ich, 30 Euro und davon habe ich auch 2. Das heißt, ich nutze diese LED-Leuchte auch in meinem Wohnmobil oder vielleicht auch mal in der Natur, wenn es dunkler wird, um vor der Kamera eben einfach mal zu reden, ohne dass es zu dunkel wird. Ja, ich muss sagen, was mir an der Kamera mechanisch gesehen auch noch super gefällt, das ist dieser magnetische Schnellverschluss. Das heißt, ich habe von dem jetzt mittlerweile 2 Stück. Und ich kann relativ schnell die Kamera hier positionieren. Jetzt ist sie gerade falsch rum drauf. Das ist nämlich so ein Mundhalter. Das kann ich so in den Mund nehmen. Normalerweise eben ist dann die Kamera andersrum drauf. Und habe auch relativ schnell die Kamera hier gelöst. Habe einen zweiten Magnet hier gekauft. Und das ist eben von Smart Re, so ein Halter. Den habe ich extra für meine Kamera hier gekauft und habe dann relativ schnell die Kamera wieder hier drauf. Ursprünglich hatte ich auch solche Schnellverschlüsse, damit ich nicht jedes Mal auf und zuschrauben muss. Ja, die kann ich euch auch mal verlinken. Habe ich überall mit drauf. Kann auch relativ schnell so meine Kamera hier lösen. Dann praktisch hier beim Brustgurt, an dem Brustgurt dran machen. Oder wenn ich jetzt während der Fahrt meine Fahrt aufnehme, direkt eben an die Frontscheibe, da habe ich auch so einen Halter mit so einem Schnellverschluss, die Kamera da dran machen und bin da relativ schnell flexibel. Und das gleiche System habe ich auch an meinen Fahrrädern, das heißt an meinen E-Bikes, da habe ich so einen Schnellverschluss am Lenkrad, dann habe ich hinten am Sattel eins und eins dann direkt an der Gabel. So kann ich praktisch die Kamera relativ schnell an verschiedenen Orten platzieren und verschiedene Aufnahmen mit verschiedenen Perspektiven realisieren. Ja, von dem her sind solche Schnellverschlüsse gut. Wenn ihr genug Magnet-Schnellhalter habt, dann
braucht ihr das, was ich euch gezeigt habe, nicht. Wobei der Ersatz von Telesin steht hier drauf, hat mich 20 Euro gekostet. Die anderen Teile kosten 5, 6 Euro, 2, 3 Stück. Da seid ihr natürlich mit denen günstiger unterwegs. Ja, was mir hier auch noch gefällt, ist natürlich der Power-Akku. Muss man ganz ehrlich sagen, der Power-Akku, so einen Akku habe ich noch nie in einer Action-Kamera erlebt. Laut Hersteller hält er 160 Minuten in, sage ich mal, optimalen Temperaturen und wahrscheinlich in Full HD. Aber so in 4K kommt man auf jeden Fall auf 90 bis 100 Minuten und das reicht mir zum Vloggen komplett aus. Ich habe nicht die Combo-Version gekauft, wo eben zwei, drei Akkus dabei sind mit einer Ladestation, sondern die ganz normale, günstigste Version mit einem Akku drinne. Und ja, habe mir aber einen zweiten Akku zugelegt. Werde wahrscheinlicherweise mir tatsächlich auch noch einen dritten Akku plus die Ladeschale zulegen, denn ich habe geplant, auch mal länger unterwegs zu sein, wo ich dann eben eine Möglichkeit habe, die Akkus zu laden. Und für solche Dinge möchte ich einfach bestens ausgestattet sein. Aber ich habe bis heute es nicht erlebt, dass ich an einem normalen Vlog-Tag, sage ich jetzt mal so, den einen Akku leer gesaugt habe. Was ich hier auch noch sagen muss, sind die kompletten Aufnahmen. Ich habe schon in Niederlande damit eine Timelapse aufgenommen. Mega. Wirklich, mir haben die Aufnahmen super gefallen. Auch Slow-Mo in 4K bis 120 Frames habe ich schon gemacht. Mega, auch richtig, richtig klasse. Tatsächlich nehme ich aber selber in 4K 50 Frames und in D-Log M auf, das heißt 10 Bit. Und warum 50 Frames? Weil ich in 4K 25 Frames meine Videos schneide und ich habe dann auch die Möglichkeit, einfach mal spontan während meiner Aufnahme hier die Hälfte der Geschwindigkeit zu nehmen, also eine kleine Slow-Mo einzubauen. Mir reicht das meistens. Denn wenn dann tatsächlich mal was wäre, könnte ich jetzt hier hingehen und sagen, ich nehme in 4K und 120 Frames auf. Aber mir reichen hier wirklich meistens 4K, 50 Frames reicht bei mir komplett. Ja, ihr bekommt hier zu der Kamera auch so ein Case. Der ist mit dabei, von dem bin ich nicht so begeistert, bin ich ehrlich. Und ich nutze es, wenn es geht, die Kamera ohne Case, weil, ja, ich zeige euch mal, die Kamera ist relativ schnell drin, das ist nicht das Problem. Und dann könnt ihr hier durch den Schnellverschluss hier die Kamera wieder zumachen. Jetzt habt ihr nur noch die Möglichkeit, hier an der Seite ans USB-C-Fach zu kommen. Das ist gut, wenn ihr eine externe Stromquelle habt, dann könnt ihr während der Aufnahme die Kamera tatsächlich laden. Hier an der Seite könnt ihr die Kamera einschalten oder direkt mit dem Aufnahme-Button hier oben, dann geht die Kamera direkt in die Aufnahme rüber, ein- und ausschalten. Aber wo ihr nicht hinbekommt, ist der Akkufach. Also ihr könnt den Akku nicht wechseln und ihr kommt auch nicht an eure SD-Karte, weil die liegt auch im Akkufach. Das finde ich ein bisschen, ja, nicht optimal gelöst. Der Vorteil ist natürlich wieder, dass ihr könnt ja mit dem DJI Osmo Action 4 in den Hochkant aufnehmen. Hier, ihr seht, das geht auch mit dem Case, das haben sie gedacht. Nutze ich zu selten, aber wenn ich es nutze, dann kommen gute Ergebnisse raus. Ich habe es zwei, dreimal probiert, aber ich nutze es tatsächlich zu selten. Ihr könnt dann das auch als Story verwenden für Instagram oder TikTok, ja. Meistens nutze ich tatsächlich die Kamera hier im Querformat und so nehme ich am liebsten auf. Ja, ich habe schon mal ein paar Eckdaten gesagt. Die Kamera hat ein Drittel Zoll Sensor. Lowlight-Aufnahmen sind da sehr gut möglich. Am besten nehmt ihr noch eine kleine Lichtquelle, dann seid ihr wirklich auf der sicheren Seite. 10 Bit D-Log M Farbleistung. Ich gucke jetzt gerade ein paar Sachen aus. Eben dieses magnetische Halter, dieser Schnellverschluss, magnetische, finde ich klasse. Hatte übrigens aber auch schon die DJI Action 2. Das haben sie einfach jetzt bei der Osmo Action 3 und 4 übernommen. Mega, ich finde es gut. Ja, 18 Meter wasserdicht habe ich, glaube ich, schon gesagt, weil eben gerade bei Aufnahmen, bei Regen und so, da müsst ihr überhaupt keine Gedanken haben.
Gedanken machen. Das Ding ist bis zu 18 Meter wasserdicht, so wie das ist. Vorausgesetzt natürlich, dass alle Klappen richtig zu sind. Kein Gewehr, wenn ihr das nicht so natürlich macht, dann ja, seid ihr selber schuld. Aber die Klappen müssen zu sein. Wir haben hier 4K 120 Frames in Slow-Mo, könnt ihr hier aufnehmen. Und 155 Grad Aufnahmen habt ihr hier. Ultraweites Sichtfeld. Den Akku habe ich erwähnt und jetzt kommt nochmal ein Special, was mich wahnsinnig geflasht hat. Ich habe ja auch den DJI Osmo Pocket 3 in Combo-Ausstattung und da habe ich hier dieses Lavalier-Mikrofon mitbekommen und es zeigt es euch nochmal. Und dieses Lavalier-Mikrofon ist über Funk direkt auch mit dem Osmo Action 4 ja, verbindbar. Das heißt, ich kann tatsächlich hier mit der Osmo Action 4 und diesem Lavalier-Mikrofon Aufnahmen machen. Das bedeutet, ich muss hier nicht noch extern irgendwie einen USB-Adapter oder anschließen, sondern es geht einfach so. Also auch bei Regenwetter könnte ich einfach loggen, ohne Angst zu haben, meine Kamera geht kaputt oder kriegt Wasserschäden. Das habt ihr hier einfach nicht. Und ihr habt auch diese Möglichkeit, an so eine Kamera, auch an einen Pocket 3, zwei solche Mikrofone anzuschließen. Das heißt, ihr habt auch so eine Interviewsituation. Wenn ihr eine Partnerin habt, wo ihr gemeinsam vor der Kamera sitzen möchtet und irgendwas erzählen möchtet, mit zwei solchen Lavalier-Mikrofonen seid ihr bestens bedient. Jetzt fragt mich natürlich der ein oder andere, Herr Murat, sind die integrierten Mikrofone so schlecht? Nein, absolut nicht. Die integrierten Mikrofone finde ich hervorragend, wirklich sehr, sehr gut. Und einzigste Manko ist, wenn Windgeräusche, also wenn ihr irgendwelchen Wind habt, dann hört man die. Also ich würde euch es empfehlen, nur dann einzusetzen, wenn ihr in einem geschlossenen Raum seid oder wenn ihr irgendwo draußen gerade windstill ist, dann könnt ihr gerne mit den integrierten Mikrofonen aufnehmen. Ansonsten habt ihr sehr viele Störgeräusche. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Die Bildstabilisierung muss ich auch mal kurz erwähnen. Ich finde die klasse. Wenn die Lichtverhältnisse schlechter werden, dann habt ihr so Wappen drin. Also das verhält sich dann natürlich schlecht. Das solltet ihr im Vorfeld vielleicht ein bisschen einplanen. Das heißt, wenn ihr jetzt in einer dunklen Schlucht wandert, dann empfehle ich euch noch einmal so eine externe Lichtquelle. Und die sollte dann aber wirklich stark genug sein, dass sie vielleicht auch ein paar Meter leuchtet. Dann habt ihr genug Licht, dann funktioniert auch die digitale Stabilisierung wirklich erste Sahne. Aber ansonsten habt ihr diese Lichtquelle nicht, dann sind manche Aufnahmen nicht mehr brauchbar. In meinen Augen, da bin ich vielleicht ein bisschen ja, sensibel, was es angeht, aber dann nehmt doch lieber euch so etwas wie ein Pocket. Ob das jetzt der 2 oder 3er ist, spielt keine Rolle. Es kann auch der 1er sein, der erste Osmo Pocket sein, weil die haben eine analoge Stabilisierung und dann sind die Lichtverhältnisse erstmal nicht wichtig. Die analoge Stabilisierung stabilisiert auch mit wenig Licht. Das ist kein Thema für die Kamera. Und bei Action-Kameras allgemein, das ist jetzt nicht nur die Osmo Action 4, das ist auch der 3er-Modell, da rede ich auch über die GoPros. Die sind dann natürlich bei dunklem oder schlechtem Licht, sind die dann ja, nicht mehr so gut stabilisiert und das Bild fängt dann auch an zu rauschen. Da solltet ihr ein bisschen drauf achten. Dann haben wir noch eine 360 Grad Horizon Steady, das heißt, ihr könnt den Horizont stabilisieren, dann ist es egal, wie rum ihr diese Kamera halten tut. Der Horizont bleibt immer gerade. Habe ich ehrlich gesagt nur einmal zum Testen genutzt. Mir waren dann die ganzen Aufnahmen ein bisschen, ja, wie soll ich euch sagen, unreal oder unnatürlich, ist glaube ich das beste Wort dafür, und habe es dann wieder rausgenommen. Aber es gibt bestimmt Einsatzzwecke für euch, wo ihr sowas gebrauchen könnt, dann kann ich es euch nur empfehlen. Für mich war das jetzt, ja, ich brauche das nicht, habe es rausgenommen. Wie gesagt, wo werde ich jetzt die Osmo Action alles einsetzen? Ja, jetzt demnächst sind einige Fahrradtouren geplant.
Da nehme ich natürlich die Ox Osmo Action mit. Ich nehme sie mit, wenn ich mal schwimmen gehe. Ja. Nehme sie aber auch mit, wenn ich einfach nur vlogge. Ich mache das auch gerne mit dem Pocket 3. Aber ich muss zugeben, ich vlogge auch gerne mit der Osmo Action 4. Warum? Weil hier habe ich diesen analogen Gimbal nicht. Ab und zu verdreht es mir beim Pocket 3 die Aufnahme. Dann nimmt er auf einmal ein bisschen seitlich auf oder so. Dann muss ich immer wieder mal korrigieren. Und ich merke das auch manchmal zu spät. Und klar, ich könnte jetzt auch die Gesichtsverfolgung beim Osmo Pocket aktivieren. Dann hätte ich die Probleme nicht. Aber habe es manchmal nicht aktiviert, bewusst nicht aktiviert, dann habe ich diese Probleme. Und hier bei der Osmo Action 4 oder egal welche Action-Kamera, ihr haltet die einfach auf euch drauf und könnt losloggen. Und da, wo praktisch die Kamera hinguckt, da nimmt sie auch auf. Und die ist auch meistens weitwinklig genug, dass dann links und rechts von der Natur auch genug zu sehen ist. Denn manchmal braucht man ja auch diese Tiefenunschärfe bei seinen Vlogs ja gar nicht. Ich weiß, viele sagen, wenn man so ein Bouquet hat, dann wirkt es alles professioneller. Aber wenn ich jetzt durch die Natur marschiere, in den Bergen bin, dann möchte ich ja, dass mein Zuschauer die Kulisse sieht. Ich möchte ja, dass ihr die Berge hinter mir seht. Ich möchte ja, dass ihr hinter mir den See oder die Natur mitgenießen könnt. Und da macht so eine Actionkamera, die dann im Prinzip alles schön scharf aufnimmt, total Sinn. Ja. Mir fällt jetzt gar nicht mehr so viel ein, was ich euch dazu sagen könnte. Ja, was mir jetzt auch noch gefällt, ist DJI Care zu den Kameras. Da könnt ihr separat eben nochmal eure Kameras bei DJI versichern. Und wenn der Kamera dann was passiert oder so, dann wird sie entweder repariert, aber im größten Teil wird sie durch eine neue Kamera ersetzt. Und gerade bei einer Action-Kamera finde ich das ein klasse Deal. Ich glaube, Kostenpunkt sind zwischen 50 und 70 Euro. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dafür gezahlt habt. Bevor ich die DJI Osmo Action 4 hatte, fing es bei mir an, damals mit der GoPro Session. Die konnte nur in Full HD aufnehmen, hatte auch keine Bildstabilisierung. Danach ging es weiter mit der GoPro 6. GoPro 7 und GoPro 8 und dann hatte ich irgendwann mal die Faxen mit GoPro satt und bin dann zu der DJI Osmo Action damals der ersten Version umgestiegen und habe damals schon mit der DJI Osmo Action sehr gute Erfahrungen gemacht, habe die damals auch eben zu meinen Megamärschen und Mammutmärschen genutzt und war auch mit der Kamera in Norwegen und Schweden neben dem Pocket 1 und Osmo Pocket 2 oder Pocket 2 und war sehr, sehr zufrieden. Dann dachte ich mir, okay, DJI Action 2 von DJI holst du dir, hast ja gute Erfahrungen, Murat. Und das war's dann. Mit der DJI Action 2 hatte ich keine so gute Erfahrung. Besonders bei Kälte hat sich relativ schnell abgeschaltet. Und ja, das war wirklich ärgerlich, denn ich bin ja auch sehr oft im Winter draußen und eine Actionkamera sollte ein paar Minusgrade aushalten. Dann habe ich eben lange erstmal gewartet und habe immer wieder meine Osmo Action Kameras benutzt und war meistens mit dem DJI Pocket 2 unterwegs. Und als dann schon DJI Osmo Action 3 auf den Markt kam, war ich schon so am Überlegen, ob ich da nicht zugreifen soll. Doch dann kam nach der Veröffentlichung von DJI Osmo Action 3, relativ kurzfristig, so ein Jahr danach, die Osmo Action 4. Und da habe ich gemeint, muss ich zugreifen. Und ich sage ganz ehrlich, noch einmal, das ist die beste Action-Kamera, die ich seit je hatte. Und bin mega zufrieden. So, jetzt bin ich gespannt, was ihr zu diesem Video zu sagen habt. Alles bitte in die Kommentare schreiben. Welche Action-Kameras hattet ihr schon? Welche nutzt ihr? Und ja, auf solche Kommentare bin ich gespannt. Und natürlich auf eure Erfahrungen. Und ja, einfach loslegen, Leute. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Euer Murat.